Hallo und herzlich willkommen zum Trailer Report. Weil immer die großen Filmstudios auf die Idee kommen sollten, neues Filmmaterial, das heißt neue Trailer zu veröffentlichen, lasse ich alles stehen und liegen und setze mich dann an den nächsten Rechner, schaue mir den Trailer auf YouTube an und mache mir dann so Gedanken drüber, ob ich den Film überhaupt sehen möchte oder nicht. Und an der Stelle versuche ich dann auch meine Gedanken ein bisschen herunterpurzeln zu lassen und mir dann so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, ob dieser Film jetzt nicht nur mir gefallen würde, sondern vielleicht auch euch allen. Und an der Stelle auch den ersten Hinweis an der Geschichte. Ich mache das jetzt hier ein bisschen zum ersten Mal und mir ist die Sache noch ein bisschen... Bisschen kritisch, was die Rechte angeht und ihr werdet hier in diesem Video definitiv keine Trailer sehen. Also wenn ihr den Trailer erstmal sehen wolltet, klickt auf den Link, den ihr unten in der Beschreibung findet. Dort könnt ihr zuerst mal, also am besten dieses Video hier kurz pausieren, den Trailer angucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und dann könnt ihr wieder zurückkommen zu diesem Video und dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Und wir reden dann so ein bisschen drüber, wie mir zumindest mal der Trailer gefallen hat. Und auf was ihr vielleicht auch mal achten solltet, wenn ihr das Ganze aus storyline-technischer Sicht und vielleicht aus produktionstechnischer Sicht euch angucken wollt. Weil normalerweise seht ihr irgendwelche YouTube-Kanäle, wo der singt Hype, 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 Hype. Gut, bei Star Wars, dem heutigen Thema, ist es natürlich vielleicht auch so, weil ihr seht, was für ein T-Shirt ich gerade anhabe. Also, ja. Ist halt eine Falle. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kann ich euch ein bisschen sagen, wie so meine Gedanken sind zu dem Film. So, und das heutige erste Mal, wo ich jetzt diesen Trailer-Report mache, ist nämlich der neue Trailer, der richtige offizielle Trailer zu Star Wars Rogue One oder wie es offiziell heißt, Rogue One, a Star Wars Story. Man muss dazu sagen, Star Wars Rogue One ist... kein normaler Film der normalen Star Wars Reihe, sondern es ist ein sogenannter Anthologiefilm. Anthologie heißt, es ist im Star Wars Universum angesiedelt, aber es ist nicht in der normalen Handlung von Episode 1 bis jetzt aktuell 7 und es ist auch definitiv nicht Episode 8. Also es gibt keinen Luke Skywalker, es gibt keinen Qui-Gon Jinn, es gibt kein Rey und es gibt kein BB-8, aber es wird irgendwo in der Zeitlinie zwischen Episode 3 und 4 stationiert sein, wenn nicht sogar ganz knapp kurz vor Episode 4. Weil, wenn man sich zurückerinnert, wie ist Episode 4 überhaupt losgegangen, und zwar war der dieser große Sternzerstörer, der einen Blockadebrecher der Rebellen verfolgt hat, auf dem gerade Prinzessin Leia zu finden war, die im Prinzip gerade im Moment die Pläne des Todessterns hatte. Diese Todessternpläne waren halt richtig wichtig für die Rebellen und die große Frage war, wie sind die Rebellen überhaupt an diese Pläne herangekommen? Wie konnten die Rebellen überhaupt dieses große Sicherheitssystem des Imperiums überwinden, um überhaupt an diese Pläne heranzukommen? Weil die Pläne waren eigentlich die komplette Geschichte in Episode 4 eines der wichtigsten Handlungsstränge überhaupt. Und das ist im Prinzip auch der Handlungsstrang von Star Wars Rogue One. Nämlich, die Rebellen finden heraus, dass das Imperium irgendetwas vorhat, irgendeinen Waffentest. Wissen natürlich überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Und deshalb müssen sie jetzt irgendwo eine Gruppe von irgendwelchen Leuten zusammensuchen, die dann jetzt das Imperium infiltriert und dann dort die Todessternpläne herausfindet. Und die dann zum Schluss, und das wird das Interessante sein, gegen Ende des Filmes muss es dann wahrscheinlich diesen Übergang geben, weil irgendwie müssen die ja die Pläne gefunden haben zum Schluss. Also dementsprechend weiß man schon, wie der Film endet. Und da kommen wir auch ein bisschen drauf, was vielleicht das Negative an dem Trailer sein könnte. Und diese Pläne müssen dann irgendwie der Rebellion übertragen werden. Und wir wissen ja alle, auf diesem Schiff ist auf jeden Fall C-3PO, R2-D2 und die Prinzessin Leia. Dementsprechend ist es halt eine große Frage, wird da zum Schluss irgendwie ein Cameo stattfinden? Gut, jedenfalls ist es halt so,
ich wollte mir jetzt den Film, beziehungsweise den Trailer, jetzt mal aus einem gar ganz, ganz anderen Gesichtspunkt angucken. Nämlich, wie ist die Stimmung des Trailers? Und das, was bei Star Wars eigentlich immer interessant gewesen war, war, wie stehen die Charaktere eigentlich zueinander? Also es war immer ein sehr charakterorientierter Ansatz, der in der Handlung war. Und es gab auch immer so ein MacGuffin. Also MacGuffin ist ein Begriff für einen Gegenstand oder für sonst was, das die Handlung vorantreibt. Also im Prinzip kann man sich so vorstellen, etwas, das die Handlung von allen möglichen Seiten, sei es jetzt dem Protagonisten, sei es jetzt dem Antagonisten, die sich dann zusammensetzen und dann die einen wollen das haben, die anderen wollen das haben. Zum Beispiel ist es die Bundeslade bei Indiana Jones. Oder es sind R2-D2 und C-3PO in den originalen Star Wars Filmen. Jeder will halt diese Droiden haben und dementsprechend ist es sehr interessant, wie jetzt sowohl die Rebellen als auch das Imperium diese Droiden findet bzw. schützen möchte. So viel dazu, und diese Todessternpläne sind definitiv auch hier der MacGuffin des Filmes, höchstwahrscheinlich. Also, eigentlich sieht man ja nur in diesen 2 Minuten, wie der Film aussehen könnte. Deshalb ist es im Moment immer noch so reine Spekulation, aber man kann zumindest mal aus der globalen Geschichte von Star Wars ein bisschen schon Schlüsse ziehen, in was für eine Richtung sich da entwickelt. Was mir ziemlich gefallen hat bei dem Trailer war, man sieht zum ersten Mal einigermaßen das Gefühl der Bevölkerung, wie überhaupt normale Menschen im Star Wars Universum herumlaufen. Weil normalerweise hat man im kompletten Star Wars Universum immer nur Jedis gesehen oder hochgradige Politiker oder irgendwelche Soldaten, und so die normale Bevölkerung hat man eigentlich kaum gesehen. Also vielleicht am Anfang von Episode 4, wo man Tante Beru und Lars Owen gesehen hatte, also die Onkel von Onkel und Tante von Luke Skywalker, und da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, wie so, dass das Leben eines normalen, in Anführungszeichen, Galaxiebewohners zu Zeiten des Sternenkrieges war. Und hier aus dem Trailer raus, zumindest mal aus ein paar Einzelszenen, konnte ich zumindest mal ein Gefühl darüber bekommen, wie das Imperium eigentlich ihre Macht ausübt. Also man hat hier wirklich in dem Trailer so eine Stimmung, dass das Imperium so eine Art Besatzungsmacht ist. Man sieht Panzer, die durch Innenstädte fahren. Man sieht den Todesstern, der über irgendwelchen Planeten kreist. Man sieht eine richtige Belagerung von Städten und von Planeten. Sei es jetzt von Sternzerstörern, sei es jetzt von Truppen, die gelandet sind. Da hat man normalerweise im normalen Star Wars Film nur eigentlich so am Rande gesehen. Und dementsprechend bin ich jetzt, also beziehungsweise nur aus der Sicht der Rebellen gesehen hat. Also man sieht dann halt irgendwo eine Station, sei es jetzt Hof, sei es jetzt Yavin 4 oder sonst eine Station, und dann plötzlich kommt dann das Imperium, greift dann an und alle müssen sich dann verteidigen. Aber wir wissen ja ganz genau, in so einem Krieg gibt es ziemlich viele Zivilbevölkerung, die weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite gehören. Und das ist jetzt zumindest mal das erste Mal, wo ich jetzt wirklich so das Gefühl habe, dass man auch so ein bisschen hinter den Kulissen sieht, wie das Ganze für die Normalbevölkerung aussieht. Also von daher, zumal man im ganzen Trailer, und man muss jetzt wirklich drauf achten, kein einziges Lichtschwert sieht. Und das ist halt eine relativ harte Aussage für einen Star Wars Film, weil interessanterweise, wenn man sich anguckt, Lichtschwerterkämpfer waren bisher immer Bestandteil von allen möglichen Star Wars Filmen. Also man hat immer Antagonisten und Protagonisten gehabt, die mit der Macht verbunden waren, und das hat man jetzt diesmal nicht mehr. Also bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das jetzt irgendwie ausüben wird auf die komplette Handlung, weil wenn man sich die Leute anguckt, die einzigste Person, die jetzt wirklich in der Lage ist, die Macht auszuführen, ist von den Trailern her gesehen nur eine Person. Und da kommen wir noch später noch dazu.
jetzt diese Person ist. Also man sieht normale Menschen, man sieht normale, in Anführungszeichen, Roboter, Androiden halt, Aliens. Ich würde gerne mal sehen, wie die in dieser Belagerungsszenarium herumlaufen, wie die sich verhalten. Das ist ein sehr interessanter Ansatz für einen Film, also für einen Science-Fiction-Film, weil ich habe die Vermutung, dass sie versuchen, so eine Art Zweiten Weltkrieg-Film zu machen, auch hinter den Linien. Und zwar geht es eher in eine Richtung Saving Private Ryan. Wenn ihr den Film gesehen habt, einer der besten Filme von Steven Spielberg aus, ich glaube, 1996, der die Verfilmung war des sogenannten D-Days, also dem Tag, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet sind und dann die Invasion gestartet hatten, die dazu geführt hatte, dass dann ein Jahr später der Nationalsozialismus endgültig besiegt worden ist. Und in Saving Private Ryan gibt es halt diese starke, fast schon Magengruben umdrehende Sequenz, wo also die insgesamt 20 Minuten gedauert hat, die wirklich die Brutalität dieses D-Days gezeigt hatte und oder versucht hatte nachzustellen, mit zu den heftigsten 20 Minuten der Filmgeschichte gehören. Und also man soll es definitiv gesehen haben. Und manchmal habe ich so, wenn ich so zumindest mal diese Minisequenzen, das sind ja im Prinzip schnell aneinander geschnittene Sequenzen. Und wenn ich mal die so einzeln mal angucke, dann habe ich so das Gefühl, dass sie versuchen, so eine ähnliche Atmosphäre zu zeigen, dass sie dann sagen, okay, es sind jetzt Soldaten, die jetzt auf dem Weg zum Kriegsgebiet sind und da kann alles Mögliche passieren, die eng in irgendwelchen Belagerungs-Shuttles, also, beziehungsweise Landungsschiffen sind, die im Prinzip nur darauf warten, dass die Landeklappe sich öffnet und sie dann rausstürmen. Und in einer Sequenz sieht man sogar, wie eine komplette Bataillon von imperialen Sturmtruppen aus einem Hangar rausläuft und dann eigentlich niedergemäht wird von allen möglichen Rebellenschützen. Und es hat so eine Ähnlichkeit wie halt am Anfang von Saving Private Ryan, wenn dann halt Tom Hanks halt ruft, see you on the beach! Und genau dort auch die Landeklappe sich öffnet und dann im Prinzip die ersten zwei, drei Reihen von den Soldaten im Prinzip direkt mal einen Kopfschuss bekommen und niedergemäht werden. Ich bin mal gespannt, ob sowas halt auch im fertigen Endprodukt zu sehen sein wird, weil da gab es auch so ein paar Geschichten im Hintergrund, die ich jetzt vielleicht nicht so ganz kommentieren wollte, vielleicht am Ende des Videos, weil es nicht zum Trailer gehört, aber zumindest mal dieser cinematografische Vergleich ist halt für mich doch schon ziemlich vorausstechend. Das, was mich halt richtig von den Socken gerissen hat, war halt auch diese eine Sequenz, die auch schon in dem Teaser-Trailer war. Also das eine war halt ein Teaser und das ist hier ein offizieller Story-Trailer. Also ich finde das Wording von einigen Sachen auch schon relativ interessant, wie die ganzen Trailer jetzt heutzutage benannt werden. Und das, was mich dort am meisten von den Socken gerissen hat, war halt dieser Angriff von diesen Ad-Arts. Und das, wenn man sich Ad-Arts sich als Abkürzung nochmal genau anguckt, nämlich All Terrain Armored Transport, dann All Terrain, wenn man sich zurückerinnert, man hat in Episode 5 war der Angriff von den Ad-Arts auf Hoth, also der große Eisplanet. Dann hat man vielleicht einen im Hintergrund bei Rückkehr der Jedi-Ritter in einer einzigen Szene gesehen. Irgendwo, keine Ahnung, Walddschungel. Und ansonsten nie mehr. Und in dem Augenblick, wenn so ein Ad-Ad auf einem durch Wasser stampft und dann im Prinzip an den Strand kommt, es ist visuell Hammer. Ich muss schon sagen, also die haben sich, was die Cinematografie angeht, ziemlich viele Gedanken gemacht. Und da komme ich jetzt noch gleich dazu, wie,
was genau noch so von der Cinematografie mir noch gefallen hat. Von der Stimmung her noch zusätzlich dieser Sturmtruppenangriff in den Städten, also noch einmal zurückzukommen, hat mich schon ein bisschen von Socken gerissen, also dass man da wirklich so ein Häuserkampf gesehen hat innerhalb des Star Wars-Universums, weil die vorherigen Filme waren im Prinzip nur noch so fast schon wie so ein Videospiel. Also wenn man sich die Episode 2 und Episode 3 angeguckt hat, das war halt ein CGI-Fest, wo quasi der eine Droide den anderen Klontrupper erschossen hat. Und man hat genau gesehen, das sind definitiv CGI-Kreaturen, die irgendwo am Computer erstellt worden sind. Und hier sieht man ganz klar, das sind richtig ausgeführte Stunts. Und dementsprechend, also für mich, habe ich da so ein bisschen ein stärkeres Assoziationsgefühl zum Film jetzt als ansonsten irgendwelche Massen an CGI-Sturmtruppen, wo du weißt, ja, das kann jetzt in die eine Richtung gehen, das kann jetzt in die andere Richtung gehen. Hauptsache die Renderfabrik schafft es bis zum Release, das Ding zu rendern. Und da ist es halt wirklich so, das Ding wird einmal gedreht und schon ist es im Kasten. Faszinierend, ne? So toll kann Filme drehen sein. Zum Schluss, von der Stimmung her, nochmal ganz klar, es gibt eine klare Mission im Film. Wir wollen die Todessternpläne finden. Du weißt ganz genau, jeder weiß genau, es ist der Todesstern. Aber die Leute im Film wissen nicht, dass es der Todesstern ist. Die wissen gar nichts über den Film. Und das bin ich jetzt mal gespannt, wie sie es jetzt in dem Film herausfiltern wollen. Weil bisher in irgendwelchen Prequel-Filmen, wo du im Prinzip gewusst hast, dass da irgendwo was im Hintergrund ist, hast du zumindest mal immer so gemerkt, dass die Story definitiv nicht davon profitiert hat, weil du weißt ganz genau, worauf es hinausläuft, aber irgendwann im Film muss es ja so einen Twist geben und wenn du den Twist halt schon kennst, dann brauchst du halt nicht auf einen Twist hinzuarbeiten. Wie schon vorhin öfters mal angesprochen, die Cinematografie des Films, also die Kameraführung und die Regieführung von den einzelnen Szenen in dem Rogue One Trailer hat mich schon ziemlich fasziniert. Nämlich, was ich zum ersten Mal überhaupt, also normalerweise achte ich da nicht allzu viel drauf, aber mir ist es dort richtig sofort ins Auge gesprungen, dass es zum ersten Mal so richtige Tiefenunschärfe gibt. Also normalerweise fokussiert man mit der Kamera, also ich kann jetzt halt einmal so irgendwie dran gehen und man sieht dann halt, dass ich dann irgendwie überhaupt nicht. Eine Zeit lang ist das hier im Vordergrund fokussiert. So, ich bin dann natürlich im Hintergrund total unscharf. Und wenn ich das jetzt die Hand wegnehme, bin ich natürlich scharf und alles andere ist unscharf. Und so einen Effekt habe ich eigentlich bisher im Star Wars-Universum kaum gesehen. Und für mich ist es ziemlich faszinierend, dass jetzt halt jemand kommt, der eine ganz andere Bildersprache in das Star Wars-Universum reinbringt. Weil normalerweise in den Science-Fiction-Filmen hat man eigentlich immer ein klares Bild. Man hat immer eine klare Linse, und ein klares Objektiv, das das ganze Bild scharf zeigt. Und hier hat man wirklich so diese, im Prinzip fokussiert auf ein Objekt und alles andere im Hintergrund ist unscharf. Und ich bin mal gespannt, welche Bilder da jetzt überhaupt rauskommen. Es gibt auch ziemlich viele Rückprojektionen, was heutzutage relativ selten ist, weil heutzutage hast du vielleicht irgendwo hier ein Greenscreen und dort ein Greenscreen und das wird dann alles dann später von den Special Effects Firmen nachgebaut. Aber in dem Augenblick, wo du sowas wie eine Backprojection verwendest, also für diejenigen, die es nicht wissen, Backprojection heißt, es wird eine Leinwand im Hintergrund aufgestellt von der Szene, die angestrahlt wird, sei es jetzt von hinten oder sei es von vorne. Also es gibt im Hintergrund eine Projektion, die schon bereits vorgefertigte Szenen abspielt und die Schauspieler im Vordergrund werden dann aufgenommen, während sie halt im Hintergrund diese Rückprojektion haben. Also du hast keinen Greenscreen, aber die Szene wird quasi schon in der Kamera selbst
zusammengefügt, ohne dass ich jetzt halt in der Nachbearbeitung dort großartig was verändern muss. Dementsprechend, also es, wo man es ganz deutlich sieht, ist diese eine Szene, wo der Transporter in den Hyperraum reinspringt. Und wenn man sich so ein bisschen den Hintergrund anguckt, wie der Hyperraum-Effekt aussieht, ist halt ziemlich unscharf und so ein bisschen, wenn man es vergleicht zu den normalen Sprüngen, ist es so ein bisschen blasser. Und von dieser blassen Geschichte kann man sich also so ein bisschen herausfiltern, zumal es auch Fotos gegeben hat von den Drehaufnahmen, dass das Rückprojektionen sind. Und ich finde es einigermaßen realistischer für Special Effects als jetzt, sagen wir mal, ein großes CGI-Fest. Dementsprechend warte ich mal, wie das fertige Endergebnis aussieht. Vor allem in Kombination mit diesen Unschärfe-Geschichten mit der Kamera. Von daher, abwarten. Was mir richtig gefallen hat, waren diese alte Look and Feel von den alten Filmen. Weil ich wirklich gesehen habe, sie haben sich sehr inspirieren lassen von Episode 4. Der Look and Feel von den Sturmtruppen, von den TIE Fightern, von den AT-ATs, die Rebellenuniformen. Man hat alte Charaktere aus den alten Filmen, wie Mon Mothma, wie Yann Dodonna, das ist so ein Typi, der eigentlich im Hintergrund immer rumsteht und so einen langen weißen Bart hat. Weiß man natürlich nur dann, wenn man so ein T-Shirt an hat, wie ich jetzt gerade. Oder wenn der Todesstern im Prinzip zum ersten Mal eigentlich im Kopf herumsteht und wo man sich überlegt, eigentlich physikalisch gesehen macht das mehr Sinn, wenn quasi die Position, wo der Todessternlaser sich bildet, im Prinzip unten sein müsste, weil es ja nach unten irgendwie geschossen wird und dementsprechend natürlich ganz andere Bilder rauskommen. Und vor allen Dingen dieser eine Blick, wenn der Todesstern quasi so als Sonnenfinsternis über eine Sonne drüber hinauskommt. Also vom Regisseur her, beziehungsweise von der Kameraführung, großartig. Also ich denke mal nicht, dass da zu alten Star Wars Zeiten da jemand auf die Idee kommen wäre, so Bilder aufzunehmen. Außer der einzigste großartige Szene aus Episode 4 war halt diese Sequenz, wo Luke Skywalker da auf Tatooine gestanden hat und halt sich die zwei Sonnen angeguckt hat. Es kommt in eine gewisse ähnliche Richtung. Aber abwarten, ob die Szene auch wirklich im fertigen Endprodukt sein wird. Kommen wir zum nächsten interessanten Thema des Trailers, nämlich die Einbindung des Extended Universe von Star Wars. Was eigentlich ein interessantes Thema ist, weil das Extended Universe bis vor 2-3 Jahren eigentlich ad acta gelegt wurde von den Star Wars-Machern. Man wollte sich eigentlich im Prinzip drauf zurückziehen, nur die bereits gesehenen 6 Filme als Grundlage für das Star Wars-Universum zu verwenden und alles andere, was jetzt Bücher, Comics und Computerspiele angeht, mal im Prinzip außen vor zu lassen und die jetzt nicht zum normalen Star Wars-Kanon dazu zu zählen. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass die meisten Fans gesagt haben, das kann doch nicht mal sein. Wo ist mein Großadmiral Thrawn? Wo ist meine Mara Jade und wie sie noch alle heißen? Ja, vielleicht werden die ja nach der Zeit wieder eingeführt, so wie jetzt zum Beispiel Großadmiral Thrawn oder zum Beispiel Vizeadmiral Thrawn. Also Thrawn ist jetzt wieder im normalen Kanon, nämlich im Anfang von Star Wars Rebels, zum Beginn der dritten Staffel, wird Thrawn wieder neu eingeführt. So. Und wenn man sich nämlich den Hauptbösewicht des Films anguckt, nämlich diesen, ja schon nochmal, Direktor Krennic, muss man ja schon mal die Namen merken, Star Wars Namen zu merken, ist halt schon schwierig, besonders die neueren. Die alten kenne ich schon alle, was weiß ich, sei es jetzt Avril Krennic zum Beispiel. Also für diejenigen, die Avril Krennic nicht kennen, das ist derjenige, der mit seinem A-Wing in den Sternzerstörer reingeflogen ist. Also wenn ihr genau euch überlegen wollt, woher eigentlich dieses Daily Avril herkommt, daher. Also dieser Charakter, der von Ben Mendelsohn gespielt wird, hat nämlich eine weiße Uniform an. Und diese weiße Uniform sieht genauso aus wie die Uniform von einem Großadmiral aus dem Extended Universe. Ist das nicht geil? Und vor allen Dingen Forrest Whitaker, der diesen einen Charakter Saw Gerrera
Ja, ich glaube, Saw Gerrera spielt. Das ist ein Charakter, der übrigens schon in den alten Clone Wars-Geschichten vorgekommen ist. Also, das ist definitiv so langsam mal ein Grund, dass ich mal die Animationsserie mal angucke, weil die gehören nämlich zum offiziellen Star Wars-Kanon dazu. Und dieser Saw Gerrera wird von Forest Whitaker gespielt. Also ein alter Charakter, der vor 20 Jahren in den Clone Wars mit dabei war, also an der Seite von Anakin Skywalker gespielt hat, also gekämpft hat, und von Ahsoka Tano. Der ist jetzt in dem Film. Das heißt, es kann durchaus irgendwie total abgedreht passieren, dass jetzt plötzlich irgendwie ein alter oder junger Anakin Skywalker kommt oder Darth Vader, also Spoilers, Darth Vader ist im Film und kommt zum Schluss des Trailers. Also für diejenigen, die den Trailer noch nicht gesehen haben, Darth Vader ist in diesem gottverdammten Film drin. Sogar mit Stimme von James Earl Jones. Ist es nicht geil? Ist es nicht geil? Ist es nicht geil? Ist es geil? Also wenn es da irgendwie eine Rückblenden geben sollte zu alten Geschichten zu Zeiten des Klonkrieges. Also irgendwas zur Mitte des Films muss irgendwie auch mit dem Charakter passiert sein oder passieren wird, weil in dem alten Teaser-Trailer hat er eine Glatze, in diesem neuen Trailer hat er eine komplette Sturmfrisur mit Vollbart, also sieht eigentlich vom Gesicht her total anders aus. Also irgendwas muss da passieren im Film, also weiß nicht so genau, also vielleicht gibt es da eine Rückblende. Vielleicht sind wir auch als sogenannter Taco endlich mal. Egal, wenn wir gerade schon bei den Figuren sind, ziemlich genial ist auch Donnie Yen, der eigentlich ein großer Martial Arts Künstler ist und Schauspieler ist, den man aus den Ip Man-Reihen herkennt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass ich mir mal die Ip Man-Reihe mal angucke. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Muss ich mal tun. Ich habe jetzt heute irgendwie mal ganz kurz ein Video gesehen gehabt, einen Ausschnitt aus dem Film. Also 10 Leute einfach nur mit diesen hier auf die Bretter gelegt und das richtig heftig und brutal. Und wenn man jetzt mal den Trailer sich anguckt, wie er das gleiche mit Sturmtruppen macht, da kommt man schon irgendwie auf die Idee, dass man nicht unbedingt immer nur mit dem Lichtschwert irgendwie im Star Wars-Universum die Sturmtruppen flachlegen könnte. Dementsprechend bin ich immer gespannt, wie halt diese komplette Gruppe, die eigentlich niemand in der Lage ist, die Macht zu verwenden, bis jetzt halt auf die Gegenseite, die jetzt halt so ein Darth Vader im Hintergrund hat, wie die halt im Prinzip da jetzt irgendwie damit herumkommen. Und vor allen Dingen, das Lustige ist ja dieses eine Zitat aus Star Wars Episode 4, wo dann der eine Captain des imperialen Sternzerstörers dann zu Darth Vader kommt: Dieses Mal gibt es keine Leute, die uns stören. Dieses Mal? Früher? Dementsprechend, wenn das wirklich so die Anbindung ist. Also was auch noch ganz interessant ist, ist halt Felicity Jones als Jyn Erso und die totaler Badass-Charakter ist. Und im Prinzip quasi die ganze Gruppe anführt und alle Leute stehen hinter ihr und sie führt alle Leute in diese Schlacht rein. Und ich bin mal ganz gespannt, wie der Charakter jetzt ist. Also, was ich halt richtig toll finde, ist, dass das Star Wars-Universum jetzt mittlerweile voller starker Frauenpersönlichkeiten ist. Also, vorher war es im Prinzip eine reine Würstchenparty, wo du gesehen hast, ja, da ist jetzt Luke, da ist jetzt Han, da ist jetzt Qui-Gon, da ist jetzt hier und da und dort. Und im Prinzip weibliche Charaktere bis auf, ja, guckt euch einfach nur mal die originale Trilogie an, also Episode 4, 5 und 6. Wie viele Frauencharaktere gab es da? Leia. Mon Mothma. Wen gab es da noch? Niemand. Oder vielleicht eine weibliche Pilotin, die mal für ein, zwei Sekunden gesehen hat, aber ansonsten niemand.
schaut mal ganz genau drauf und denkt mal drüber nach. Weibliche Charaktere im Star Wars-Universum sind selten. Und wenn man es mal vergleicht mit Episode 7 zum Beispiel, wo dann Rey die ganze Zeit totaler Badass ist und plötzlich dann anfängt mit dem Lichtschwert herum zu wedeln. Toller, besser kann es nicht werden. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich Felicity Jones in diese Geschichte halt rein integriert. Ja, und dann hat man noch Alan Tudyk in der Rolle des K2SO. Das ist halt ein Android, ein richtig großer Android. Das Lustige ist, Alan Tudyk, den die einen oder anderen vielleicht auch so Firefly kennen, der da Wash gespielt hatte, hatte auch vor über 10 Jahren auch mal einen Roboter in Motion-Capturing-Verfahren gespielt, nämlich in iRobot. Dort hat er nämlich diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Roboter geheißen hat, aber er hat diesen Charakter gespielt damals. Von daher, er ist, denke ich mal, was das angeht, auch einer derjenigen Schauspieler, der was das Mo-Cappen von Robotern und Androiden angeht, durchaus die meiste Erfahrung in Hollywood hat. Interessant zum Schluss fand ich von den Charakteren auch diesen Charakter von Ben Mendelsohn, den ich kurz vorhin angesprochen hatte. Ja, es ist ein definitiv, also benannt ist er unter dem Namen Direktor Krennic. Inwieweit das jetzt der offizielle Name, Titel sein wird, weil für mich sieht er aus wie ein Großadmiral. Und die Frage ist, die natürlich dann aufkommt, wenn er eigentlich dort die hohe Position auf dem Todesstern hat, wo steckt eigentlich Tarkin? Weil Tarkin müsste eigentlich zu dem Zeitpunkt die wichtige Person sein. Man hat es ja am Ende von Episode 3 gesehen. Groß Moff Tarkin ist derjenige, der den Bau des Todessterns herangeführt hat und dann auch später den Todesstern gelitten hat, also zu einem kompletten Verlauf von Episode 4. Deshalb wird es ein Cameo geben von Tarkin, welcher Konstellation auch immer, weil mein Peter Cushing ist jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren tot. Man hat ihn ja in Episode 3 auch nur in der Totalen gesehen und dann auch gespielt von einem anderen Schauspieler, der ziemlich viel Make-up drauf hatte. Abwarten. Und dann kommen wir mal zu den Top 3 Momenten des Trailers, die für mich großartig waren. Nämlich A, dieser Moment in diesem Cockpit, wenn Jyn Erso und ihr Kollege da jetzt im Cockpit sitzen und von hinten wird im Prinzip das Cockpit angeleuchtet von der Sonne her. Und man sieht ganz genau, es ist so eine Tiefenunschärfe, die Kamera fokussiert auf die Leute im Vordergrund. Im Hintergrund ist so alles verschwommen und so. Ich will mehr davon sehen. Das sieht einfach cool aus. Und visuell würde ich sagen, wird es vielleicht sogar einer der besten Star Wars Filme mit den schönsten Aufnahmen werden. Also wenn man es einfach nur extrapoliert aus den Aufnahmen, die ich jetzt halt in dem Trailer gesehen habe. Inwieweit das jetzt auch im fertigen Endprodukt sein sollte, man weiß es nicht. Nächster Moment, der für mich relativ wichtig war, war der Schluss am Ende. Man weiß ja ganz genau, die Trailer heutzutage sehen im Prinzip so aus. Du hast 2 Minuten lang Action, 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 Schnitt, 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 Schnitt über Blendung und irgendwelche Charaktere, die im Hintergrund irgendwas im Off sprechen. Dann kommt irgendwann das Logo für ein paar Sekunden. Und dann kommen noch 2-3 Sekunden, wo dann eine neue Szene kommt, die die Leute total vom Hocker reißen wird. Das war zum Beispiel bei dem letzten Captain America Trailer, wo dann plötzlich Spider-Man aufgetaucht ist. Und so genau in diesem Trailer auch sieht man ganz zum Schluss, 1 Sekunde lang, Darth Vader von hinten. Und man hört noch einmal so. Und man denkt sich nur, Scheiße, er ist wieder da, er ist wieder da, er ist wieder da, Darth Vader, yes. Und nicht nur diese Weichei-Figur von Anakin Skywalker, wie aus den alten Prequel-Filmen, sondern der richtige Badass von Episode 4 bis 6. Bevor er herausgefunden hat, dass Luke Skywalker und Leia Organas Skywalker rumgelaufen sind. Also, dieser originale Darth Vader ist endlich wieder da. Hoffentlich. Man weiß nicht so genau. Deshalb warten wir noch bis, ob irgendwie
4 Monate bis Star Wars Rogue One rauskommt. Nichtsdestotrotz, die Szene, die mich am meisten vom Hocker gerissen hatte, war diese eine Stelle doch kurz vor diesem Moment von Darth Vader, nämlich als Jyn Erso auf diesem hohen Plateau gestanden hat und dann plötzlich dieser TIE Fighter hochkommt. Hammer. Großartig. Also, wenn dann so ein, also man sieht ganz genau, dass sie da humpelt, bis sie da auf dem Steig steht. Und dann plötzlich steigt dieser TIE Fighter so langsam hoch und man hat so das Gefühl, kann sie es jetzt überleben? Fängt er direkt an zu schießen? Und, also, diese Spannung, die da aufgebaut wird, ist großartig. Also ihr merkt schon eigentlich, wie ich jetzt verspreche. Also, wenn ich jetzt quasi den Trailer irgendwie beratschlagen sollte und man ein fertiges Urteil draus machen sollte, will ich in diesen Film reingehen? Ja, unbedingt sofort. Und am besten sollte der Film jetzt sofort kommen, weil es ist großartig. Es ist Star Wars wieder, das ist das alte, gute Star Wars-Feeling. Man hat ja schon zu Episode 7 gesehen gehabt, dass sie versuchen, das alte Star Wars-Feeling wieder rauszubringen. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass es bei Episode Star Wars Rogue One halt, nicht Episode, Star Wars Rogue One, dass es dort wieder hinkriegen, das alte Star Wars Feeling reinzukriegen, Rebellen gegen Imperium. Das, was halt in Episode 7 gefehlt hat, wo man gedacht hat, was ist jetzt der Widerstand, was ist jetzt die erste Ordnung, Rebellen, Imperium, aus, basta, genau das, was wir unbedingt halt von Star Wars assoziieren. Genau das versucht Rogue One reinzubringen. Und ich bin gespannt. Vor allen Dingen, wenn man sieht, so alte Charaktere sind da, Mon Mothma, sogar die Woche angekündigt worden, dass Bail Organa aus der alten Trilogie, also aus der neuen Trilogie, unter den Charakteren gehört, dass Assoziationen zu Clone Wars kommt, dass es im Prinzip alte Special Effects gibt, die wirklich in der Kamera gedreht werden. Alles das. Das sind so Sachen, wo ich mal als originaler Star Wars-Fan denke, geil. Ich bin jetzt mal gespannt, ob dieser neue Ansatz, das Prinzip ein Kriegsfilm, ein richtiger Kriegsfilm im Star Wars-Universum richtig funktionieren könnte. Und ich hoffe mal, dass diese ganzen Gerüchte, die im Hintergrund sind, nicht stimmen. Weil man hat gehört gehabt, dass vielleicht die Studiobosse nicht so ganz damit einverstanden waren, dass vielleicht das ursprüngliche Star Wars-Feeling nicht so ganz präsent war, dass wir vielleicht doch eher zu sehr auf Kriegsfilm gesetzt haben, was wahrscheinlich die meisten Leute verstört hätte. Es ist ein total neuer Ansatz. Und das, was die Marvel-Filme heutzutage ausmacht, ist halt, dass diese Filme nicht immer nur den Charakter fördern oder beziehungsweise man will unbedingt großes Gebäsche und hier und großes Spektakel und alle möglichen Leute fliegen in der Gegend herum, so wie es vielleicht in den DC-Filmen im Moment ist. Das ist ein bisschen komisch, aber in Marvel-Filmen weiß man ganz genau, das sind im Prinzip Filme, die in eine bestimmte Handlung reingehören, also bestimmte Grundgeschichten, die dann zufälligerweise irgendwelche Superhelden beinhalten. Sei es jetzt Iron Man 3, das eigentlich eine Detektivgeschichte ist. Sei es jetzt Captain America, The Winter Soldier, das eigentlich eine Spionagegeschichte ist aus den 70er Jahren. Dass man im Prinzip sich überlegt, es ist jetzt nicht ein Film, der jetzt einfach nur ein Comicfilm über Captain America ist, sondern wir haben einen Spionagefilm, wir haben einen Adventurefilm, wir haben ein Drama. Das alles, das jetzt in diesem Ansatz ist es ein Kriegsfilm in einem Star Wars Universum. Und wenn das funktioniert, dann will ich den Film sofort sehen. Ansonsten, also nicht, dass ich jetzt, also es geht mir jetzt eher so drum, dass man anfängt quasi diese Grundstruktur von normalen, in Anführungszeichen normalen Filmen, nimmt und dann da quasi dann sagt, es ist ein Kriegsfilm. Kriegsfilm,
der cinematografisch gemacht wird, wie jetzt sagen wir mal Saving Private Ryan, der was aussagt und der zufälligerweise im Star Wars-Universum spielt. Das will ich sehen. Und wenn das der Fall sein wird, dann will ich den Film sofort sehen. Bitte. Ich gehe sofort rein. Also, mich hat der Trailer definitiv vom Hocker gerissen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ist vielleicht ein bisschen länger geworden, als ich erwartet hatte. Schreibt es mir am besten unten in die Kommentare. Abonniert meinen Channel. Vielleicht gibt es dann in nächster Zeit noch mehr dieser Videos, wenn neue Trailer rauskommen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Euer Kai.